Zeugin Magda Szabos, Rumänien, Lehrerin, 45 Jahre alt, 81. Verhandlungstag, 24.08.1964. Frau Szabo, Sie lebten mit Ihren Eltern wo, vor dem Sie verhaftet worden sind? In Odorhei, Udvarhei. In Odorhei? Ja. Und zwar war das damals ungarisch. Ungarisch. Heute Udvarhei, ist, ja. Heute ist das Odorhei rumänisch. Heute ist rumänisch. Ja. Sie leben aber heute nicht mehr in Odorhei, sondern Sie leben, wie Sie gesagt haben, in Schersburg. Ja. Nun, hatten Sie einen Beruf damals schon? Ja, ich war als Lehrerin angestellt. Lehrerin angestellt. Und wann sind Sie festgenommen worden? Anfang Mai, so ungefähr 5. Mai, waren wir in Vasarhei nach der Gumureschen Ghetto getragen, alle von dieser Umgebung von Udorhei, mit meinen Eltern zusammen. Und dort im Ghetto waren wir das dann... Das Mikrofon ein bisschen näher stellen. So lauter sprechen? Ja. Und dort habe ich begegnet auch meinen Bruder, seine Frau und Kinder und ihre Eltern. Und wir waren zusammen dann mit einem ersten Transport ungefähr nach 3 Wochen Ende Mai weg transportiert nach Auschwitz. Also Sie sind zunächst zusammengefasst worden in ein Ghetto, ja, bei Tirgu Mures, ja? In die Ziegelfabrik, ja. Und waren dort mit Ihrer Familie zusammen? Ja. Wer ja gehörte zu Ihrer Familie? Vater, Mutter, Schwägerin und Kinder und ihre Schwester, Schwägerin ihrer Schwester und die ihre Eltern. Ja. Ihre Eltern, ja. Und hatten Sie Kinder? Waren Sie damals ich schon? Ich selbst, nein, nein, ich war noch unverheiratet. Sie waren damals ja noch unverheiratet. War auch die Frau Dr. Böhm und die Frau Salomon mit Ihnen zusammen, ja, festgenommen worden? Ja, wir sind sogar mit demselben Transport angekommen nach Auschwitz. Sie sind im selben Transport, ersten Transport angekommen? Aus der Gumuresch, ja. Aber nicht im selben Wagen? Nein. 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 Nun, wann sind Sie nach Auschwitz transportiert worden? Ende Mai, ich denke, das war 29, 30 Mai bis 1. Juni so ungefähr. Ich weiß, ich hatte, meine Schwägerin hatte ein kleines Kind, 2 Jahre. Sie hat dort den Waggon, das 2 Jahre, das Geburtstag gehabt. Ja. Es waren, ich weiß nicht, das letzte Tag im Waggon gewesen oder... Also Sie meinen Ende Mai? Ende Mai, Anfang Juni, bis 1. Juni. Ich kann ja mich schon ganz wissen sicher nicht erinnern. Wissen Sie nicht mehr erinnern, genau. Ja. Wissen Sie, wie viele Menschen ungefähr in diesem Transport waren? Sie haben es natürlich nicht gezählt. Gezählt habe ich nicht, aber wir im Waggon waren 80 Personen und es war ein sehr langer Transport. Ich, 40, 50 Waggon waren bestimmt. Mhm. Nun sagen Sie bitte, während dieses Transportes haben Sie da Verpflegung bekommen? Nein. Als wir in den Waggon hinaufstiegen, haben wir ein Brötchen, ein Brot bekommen, ein kleines Brot, jede Person eine, ohne Wasser, ohne nichts. Wir sind angestiegen. Wir haben uns selbst etwas Essen mitgenommen, aber wir haben damit so gespart. Wir dachten, wir gehen irgendwo zur Arbeit, dass die Kinder und die sollen haben weiter. Haben Sie wenigstens zu trinken bekommen? Nein, es hat einmal geregnet, ich erinnere mich gut, und wir haben in einem Glas so gefangen. Etwas ein wenig Regenwasser. Wasser, dass wir ein wenig, die Kinder wenigstens ein wenig Wasser geben können von Waggon. Als Sie nun angekommen sind in Auschwitz, ja, wissen Sie, wer da Ihre Waggons geöffnet hat und wer Sie aufgefordert hat, auszusteigen? Das waren Häftlinge, welche dort geholfen hatten. Ja. Und sie hatten gesagt, wir sollen uns die Gepäcke dort lassen, wir sollen aussteigen. Und man hat uns gleich in 5er Reihe eintreten lassen. Und ich war mit meiner Schwägerin, ein kleines Kind hat sie von 2 Jahren gehabt, ich habe es zu mir genommen, weil sie noch jünger und schwacher war. Und als wir dort in der Reihe waren,
ist ein Häftling zu mir gekommen und hat mich gefragt, das Kind gehört mir. Habe ich gesagt, nein. Hat er gesagt, geben Sie es Ihre Mutter. Und ich habe verstanden, ich soll das Kind für seine Mutter geben. Vielleicht wird sie auf eine leichtere Arbeit gehen. Und ich habe es ihr gegeben. Wahrscheinlich hat dieser gedacht, ich soll es der Eltern geben. Ja. Und ich habe noch gesagt, meiner Mutter, Mutter, sag, dass du alt bist. Vielleicht wirst du dort bleiben, mit älter bist, wie dass du sollst auf die Kinder sorgen, bis die Schwägerin zur Arbeit geht. Und ich habe auch das gesagt, weil dieser Offizier, der SS-Offizier, der dort war, so schön gesprochen hat und sogar auch Ungarisch gesprochen hat, habe ich gesagt, oh Mama, wie gut wäre, du sollst dort mit den Kindern sein. Sage, dass du alt bist. Ja. Und ich war von der Reihe hinausgezogen und nie mehr sie gesehen. Und auch das haben dort gesagt die Offiziere, als derjenige Offizier, der dort war, dass das Lager weit ist, ein paar Kilometer, dass die ältere Frauen und Schwache und Kranke sollen sich melden und mit dem Auto fahren, weil das zu weit ist. Aber wir gingen nur ein paar Minuten und wir waren schon im Lager. Das war das erste Mal, wenn wir gefragt hatten, na, so viel konnten ja auch unsere mitkommen. Wir dachten, vielleicht gehen sie in ein anderes Lager, die Kinder und die alten Frauen. Nun, Sie mussten also gleich antreten in 5er Reihen, sagten ja. Sie. Und das haben Ihnen die Häftlinge gesagt, die Sie da aus dem Waggon herausgeholt haben. Ja. Und dann sprachen Sie nun von einem SS-Offizier. Haben Sie diesen SS-Offizier später noch mal gesehen? Ja, ich habe ihn 2-3 Mal vielleicht auch gesehen im Lager, ja. Ja? Ja. Und haben Sie später erfahren, wer das war? Ja. Nämlich? Ja, der Dr. Viktor Capesius war es. Von wem haben Sie das erfahren? Von ihm selber auch. Wir haben einmal einen Sport gemacht von der Küche. Ja, das wollen wir nachher besprechen. Also zunächst einmal haben Sie nicht gewusst, wer das war? Sie kannten ihn von früher nicht? Nein, aber es war so ein Gesicht, was nicht ein deutscher Typus war. Das war gleich zu erkennen. Wie sah er denn aus? So ein breites Gesicht, nicht blond, nicht zu hoch. So ungefähr an 40er Jahren an der Nahe. Ich weiß nicht, es war so besonders ein Typus, was nicht zum Vergessen war. Anders wie die anderen. Zum Beispiel den Dr. Mengele habe ich 2-3 Mal bei Selektionen und ich kann mich an seine Person nicht erinnern, so als Gesicht. Aber dieses eines kommt mir so vor, ich sehe ihn noch klar gegen mir. Nun, wie ging es denn nun weiter, nachdem Sie sich aufgestellt hatten? Ja. Mussten Sie da weiter vorgehen, ja, bis Sie zu diesem Offizier kamen? Oder war der sofort da? Er war dort. Er war dort und es waren auch solche Mithelfer dort, und welche noch keine Mithelfer Offiziere da waren, ja. Woran haben Sie das gesehen, dass das keine Offiziere waren? Na, diese hatte eine Offizierkappe und die andere hatten diese Mützen, ich weiß nicht, wie die heißen. Ja. Und ja, nun sind ich hörte, Sie also was er Ungarisch sprach, vor mir mit anderen. Ja. Wer die waren, habe ich sie nicht gekannt. Sie waren aus Tergomoresch, aus Maroschwaschar-Hey. Und das hat mich noch so froh gemacht, als ich geschrien habe, der Mama, vielleicht wird er hören, dass sie alt ist, mit den alten Leuten in einen Ort gehen sollen. Ich habe so ein Zutrauen gehabt. Nun, als Sie an ihm vorbeigegangen sind, hat er Sie da etwas gefragt, ob Sie krank oder alt sind oder ob Sie arbeiten wollten oder nicht arbeiten? Gar nichts gefragt? Ganz nichts. Ja? Nichts. Und hat er gesagt, Sie sollten dahin treten oder dorthin treten? Oder? Ja, so gezeigt. Dorthin. Mit der Hand hat er das gezeigt? Dorthin. Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, gesagt oder nicht. Und da sind Sie auf die Seite gekommen, wo die Leute standen, die ins Lager gekommen sind. Ja. Wissen Sie ungefähr, wie viele Frauen da hingekommen sind? Ich denke so, wir waren bis 150, 200. Ja. Möglich etwas weniger oder mehr. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Das können Sie nicht sagen. Sie haben es ja nicht gesehen. Vorstellen, ja. Ja. Nun, Sie sind dann weggeführt worden.
Und die anderen, sind die auf Lastwagen geladen worden? Ja, ja. Das haben Sie gesehen? Von diesem Transport, von meiner Reihe, noch Schwägerin, ihre Tochter und ich, bin zu diesem arbeitsfähigen Transport gekommen. Die anderen sind Schwägerin, Kind und meine Eltern und meine Mutter und ihre Mutter sind mir nie. Sie sind auf die andere Seite gekommen und die sind auf Autos verladen worden, wie Sie eben sagten. Ja. Und die haben Sie nicht mehr gesehen. Nicht mehr und haben auch nichts mehr gehört nach dem Krieg. Nein, nein. Nun, sagen Sie bitte, war die Frau Dr. Böhm und die Frau Salomon auch bei Ihnen, die Sie da zur Arbeit gegangen sind, ins Lager? Sie war auch, ja, sie war vor mir, sie war in den ersten Waggons gewesen, ich war etwas weiter hinten. Hinter, ja. Aber sie waren mit demselben Transport und ich sah sie, wie sie vorne gingen in der Reihe. Dann waren wir in demselben Block. Nun sagen Sie, war bei dem Herrn, den Sie nachher als Dr. Capesius erkannt haben, war da noch ein anderer SS-Führer dabei, der auch bestimmt hat, wer links und rechts gehen soll, oder war er da ganz allein in diesem Augenblick? Ich kann mir nicht das erinnern. Ja. Das kann ich mir nicht. Aber jedenfalls, Sie hat er nach rechts verwiesen. Ja. Nicht, wo Sie eben ins Lager gehen konnten. Ja. Nun, nachdem Sie also nun abmarschiert waren, wo sind Sie dann hingekommen? Wir sind ins C-Lager, in 27 Block gekommen. Ins C-Lager? Ja. Ja. Wissen Sie, was da früher drin war? Haben Sie das näher gehört, was das für ein Lager war? Das C-Lager? Nein, wir haben nicht gehört. Also C, wie Cäsar? C, ja, ja, ja. Sie sind da hineingekommen. Sind Sie zunächst irgendwo in eine Duschanlage gekommen, in einen Waschraum? Vor wir in Lager hineingekommen sind, wir sind in einen Waschraum, Desinfektionsraum gekommen, ja. Und man hat uns die Haare abgeschoren und Kleider hat alles weggenommen. Wir haben schmutzige, zerfetzte Sachen bekommen und einen Streif an den Rücken, einen roten Streif gezogen. Man hat dann sehr schon dort angefangen, das grob zu sprechen mit den Stöcken. Junge SS-Leute gekommen sind und uns so angestoßen mit den Stöcken. Dann waren wir so ausgesehen, dass wir eins den anderen nicht erkennt mehr, als wir von das Bad hinausgekommen sind. Sie haben sich gegenseitig nicht mehr erkannt, nachdem Sie die Haare geschnitten bekommen hatten und in diese Kleider gesteckt worden waren? Ja, ich stand mit meiner Schwägerin, ihrer Schwester, nebeneinander und wir haben uns geschrien. Wir haben uns nicht erkannt mehr. Wir haben uns nicht... Dann sind Sie in das C-Lager gekommen. Ja. Mussten Sie dort arbeiten? Nein. Das war ein sehr schlimmer, so sagen auch die Häftlinge, dass sie von den Schlimmsten sind, dort man nicht arbeitet. Und den ganzen Tag nachdenken kann. Den ganzen Tag dort die Zählappel stehen und ins Block liegen. Das war noch schlechter vielleicht für die Arbeit. Wir sind alle so schnell krank geworden, dort einen Durchfall bekommen. Nun sagen Sie bitte, Sie haben bei Ihrer Vernehmung in Wien, ja, haben Sie einmal gesagt, bei der Selektierung ist mir ein SS-Offizier aufgefallen, weil er Ungarisch gesprochen hat. Erst später habe ich den Namen Dr. Capesius, dieses Offiziers, erfahren. Ob sich Dr. Capesius an der Ausmusterung beteiligt hat, kann ich nicht sagen. Ich habe nur gehört, dass er mit den Ankömmlingen Ungarisch gesprochen hat. Das entspricht nicht ganz dem, was Sie heute sagen. Sie haben uns doch eben gesagt, dieser Dr. Capesius hätte die Leute eingeteilt nach links und nach rechts. Ja. Damals haben Sie gesagt, bei dieser Selektierung ist Ihnen ein SS-Offizier aufgefallen, weil er Ungarisch sprach. Ja. Ob sich Dr. Capesius an der Ausmusterung beteiligt hat, kann ich nicht sagen. Herr Vorsitzender, darf ich mir erlauben, darauf aufmerksam zu machen,
dass die Zeugin bei ihrer richterlichen Vernehmung diese Angabe auf Blatt 13.618, vierte Zeile von oben, berichtigt hat. Zweite Zeile. Ja. Ja, ist richtig, ja. Da hat sie nachher gesagt, ich will meine Angabe insofern berichten, dass an der Rampe bei der Ausmusterung unter den SS-Leuten nur ein Offizier war, und zwar Dr. Capesius. Das ist richtig. Es ist jetzt sicher nicht die Zeit, sich zu streiten, wie das zu vereinbaren ist, aber sie sagt dabei auch nicht, dass er ausgemustert hat, sondern bei der Ausmusterung, sagt sie. Naja, also ich werde jetzt, wenn Sie mir gestatten, das noch näher klären. Also, Frau Zeugin, ist es so gewesen, wie Sie uns heute gesagt haben, dass der Dr. Capesius links und rechts gemacht hat? Ja. Und dass er die Leute dorthin geschickt hat, wo sie nachher hinkommen sollten, ins Lager oder in den... Ich erinnere mich nicht, dass ich das anders gesagt hätte. Vielleicht habe ich mich damals nicht gut ausgedrückt. Deshalb war er wirklich auffallend, dass er Ungarisch gesprochen hat. Ja. Deshalb habe ich ihn bemerkt. Aber er war der Offizier, der dort war bei der... Der Einzige, der das bei Ihnen, wie Sie ausgemustert worden sind... Bei unserem Transport. War er es. Ja. Also ich... kann Sie nur darauf hinweisen, dass Sie damals gesagt haben, ob sich Dr. Capesius an der Ausmusterung beteiligt hat, kann ich nicht sagen. Heute jedenfalls sagen... Ich weiß nicht, dass ich so gesagt hätte. Das wissen Sie nicht. Das würde auch vielleicht habe ich mich nicht gut ausgedrückt, aber ich weiß, dass er war es dort. Er war es. Er war es dort. Mhm. Sie haben dann fortgefahren, ich habe nur gehört, dass er mit den Ankömmlingen Ungarisch gesprochen hat. Ja, das habe ich gehört. Das haben Sie gehört. Ja, stimmt. Aber Sie wollen heute sagen, dass Sie darüber hinaus auch wissen, dass er die Leute eingeteilt hat. Ja, ja. Ich verstehe nicht, was hier jetzt der Unterschied sei. Er war dort als Offizier. Vielleicht habe ich mich, oder war es... Ich kann mich nicht... Also ich will Ihnen sagen, wo draußen... Ein anderer Offizier war nicht dort. War nicht dort. War nicht dort. Ja. Die Offiziere haben ja diese Sortierung gemacht. Oder wie ich soll das sagen? Ja. Geben Sie Acht. Ja. Wenn Sie uns nicht richtig sich ausdrücken können hier in der deutschen Sprache, und es wäre Ihnen leichter, das in Rumänisch zu sagen, können Sie es auch, oder in Ungarisch sagen, können Sie es auch in Ungarisch sagen, es wird uns dann übertragen werden. Nur für den Fall. Sie denken, wenn Sie das verstehen, was ich sagen kann, dann. Also Sie sagen heute, es war der einzige Offizier, der dort war, und er hat Sie jedenfalls auch ins Lager eingewiesen, damals. Nun, Sie sagten, das haben Sie uns schon erzählt, dass Sie erst mit dem Kind Ihrer Schwägerin zu den Frauen mit Kindern und den alten Frauen gegangen waren, dass der Häftling Sie dann bewegt hat, da hinüber zu gehen, zu den Arbeitsfähigen. Nun, wie lange sind Sie marschiert, bis Sie dann zu diesem Waschraum gekommen sind? Ein paar Minuten. Ein paar Minuten. Und damals ist Ihnen aufgefallen, dass man gesagt hat, warum konnten die anderen nicht auch marschieren? Ja. Sie sind dann in das C-Lager gekommen und wissen Sie noch, in welchen Block Sie gekommen sind? 27, Block 27. 27. Sie haben einmal gemeint 29. Nein, 27, 29, wahrscheinlich habe ich es vertauscht. 29 war ich im tschechischen Lager, B-Lager später genannt, übergetragen. Also im C-Lager glauben Sie, dass Sie im Block 27 waren? Ja, ja. Und wie lange blieben Sie dort etwa? Na, das war, ich denke, 2 Monate vergangen, bis die tschechische Lager war vernichtet, geräumt, und nachher hat man uns hinübergetragen, einen Teil von uns, in B-Lager. Dort hat man uns dann tätowiert und dort war ich im 21. In B Lager. Oder D? B. 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 Mhm. Nun, während Sie dann
in dem C-Lager waren, wurden da auch noch kranke und schwache Leute herausgesucht und weggebracht? Ja. Ja? Nach einigen Wochen, 3, 4 vielleicht, oder auch schneller, ich weiß das schon ganz bestimmt, kann ich nicht sagen, ist der Dr. Mengele mit denselben Offizier ins Büro gekommen und gefragt, wer krank ist, soll sich melden, die werden im Krankenhaus und gepflegt werden. Und wir wussten ja noch nicht die Verhältnisse von Lager, wir kannten sie nicht. Und dieser Offizier hat sogar in Ungarisch überlegt, sehr schön, wer krank ist, soll kommen. Und es wird behandelt. Der Offizier hat in Ungarisch zu Ihnen gesprochen. Und wer war dieser Offizier? Der war derselbe von der Rampa. Derselbe von der Rampa. Ja. Und kannten Sie damals schon den Namen dieses Offiziers? Noch immer nicht. Es war derselbe von der Rampa. Einmal habe ich ihn noch gesehen, als wir zur Zählappell hinausgegangen sind und auf diese Betten, wo wir gelegen haben, hat sich eine Frau versteckt. Sie war sehr krank, schwach, sie konnte nicht hinauskommen. Und als er ist einmal gekommen und durchgesucht das Block und diese Frau hinausgejagt. Und das war immer wieder derselbe? Immer derselbe. Und die Leute, die da ausgesucht wurden, die haben Sie später nicht mehr gesehen? Bitte schön. Die Leute, die ausgesucht wurden, die Kranken und Schwachen? Na, die haben nicht Zählappel gestanden, die haben sich dort gesetzt vorwärts, dann hat man sie weggetragen. Hat man sie ausgewählt und was geschah dann mit diesen Leuten? Die haben sie mehr nicht gesehen. Sind sie weggeführt worden oder mit Waren weggefahren worden oder was? Na, nach den Appel waren wir hineingegangen und dann, wir haben diese Leute mehr nicht gesehen. Die blieben draußen? Wie die weggeführt waren, haben wir nicht gesehen. Das haben sie nicht gesehen. Und nach 4 bis 5 Wochen sind sie dann in das D-Lager gekommen, nicht? B-Lager. B? B, denke ich. Ja. Ich weiß schon nicht. Stimmt. Das gewesene tschechische Lager. B. Also in das B-Lager. Das muss dann ein Missverständnis gewesen sein, denn Sie hatten früher gesagt, in das Lager D wie Dora, aber Sie hatten damals schon dazugefügt, das tschechische Lager. Ja, und das war das Lager B. Und damals bekamen Sie auch Ihre Häftlingsnummer eintätowiert. Ja. Nun, wie lange waren Sie dort? Ich war nicht viel. Man hat gesucht für Küchendienst. Für den Küchendienst? Für Küchendienst hat man uns ausgewählt ein paar und zurückgeführt in C-Lager. Ins C-Lager. Dort waren vorher Polinnen. Da hat man mit 7 Bürgerinnen und ungarische Häftlinge aufgetauscht. Ja. Sie sind dann in das C-Lager gekommen und zwar in die Küche. Ja. Und was mussten Sie dort tun? Wir haben das gekocht für die Häftlinge in die Kessel. Diese Lager. Und sagen Sie, was wurde denn da gekocht? Es waren Kartoffeln, ein paar, sehr wenige und sehr eine dünne Suppe und so ein Kessel. Diese Autoklaven waren, ich weiß nicht, 300 Liter vielleicht, ein Stückchen Margarine hineingegeben und ein Säckchen so. Es war drauf AWO oder was geschrieben. Was statt? AWO war drauf geschrieben. AWO. Und wir mussten das rühren mit Wasser und hineinschütten. Das hat so ein verschiedenes Geruch und Geschmack, so ein schlechtes Geschmack wie diese Lagersuppe gegeben. Ich weiß nicht, was das war. Das waren in Papiersäcke. Ich weiß nicht, was das war. War es vielleicht Sojaschrot? Ich habe also eine Art Mehl hat es ausgesehen, das hatte so einen schlechten Geschmack gehabt. Nun,
Ist es auch mal vorgekommen, dass in diesem Wirtschaftsblock da, in dieser Küche, ja, dass da Leute Häftlingen etwas mehr gegeben haben, als ihnen zustand, oder dass sie ihnen gar einen Würfel Margarine oder sowas gegeben haben? Bitte noch einmal die Frage. Ist es vorgekommen, ja, dass das Küchenpersonal, also ja, die Häftlinge, die in der Küche arbeiten, ja, dass die irgendwelche Lebensmittel verbotswidrig hinausgegeben haben? Ja, ja. Das ist vorgekommen. Das hat Organisation geheißen bei uns, organisieren, geheißen, ja. Sie haben organisiert, wer konnte, sie waren bei Fassung, bei Abladen irgendwo oder ins Magazin gegangen, in Rausholen, haben sie vielleicht was gekannt, weggenommen, und wenn sie Verwandte oder Bekannte hatten, vielleicht geholfen wollten. Ja. Und so hat es einmal passiert, dass bei einem Häftling hat man einen Würfel Margarine gefunden, ein Stückchen, ja, gefunden. Hat man die Küche antreten lassen. Das war ganz Anfang, dass wir noch bei der Küche gearbeitet haben. Und dann ist gekommen der Offizier und hat sich gegen... Welcher Offizier? Derselbe Offizier. Immer derselbe? Ja, wussten Sie da mittlerweile, wie er hieß? Ich bin Capesius aus Siebenbürgen. Hat er gesagt? Hat er gesagt, ich habe es in denselben Abend weinend von diesen... meine Bekannten erzählt. Und so haben wir erhalten dann auch den Namen. So ein besonderes Name war es für mich. Ich habe gesagt, etwas Griechisch oder Lateinisch. Ich wusste nicht, ich habe diesen Namen nie gehört vor. Aber Sie haben ihn mit Eichenohren gehört, ja, wie er gesagt hat, ja, ich bin Dr. Capesius. Ich bin Capesius. Ich bin Capesius. Aus Siebenbürgen. Aus Siebenbürgen. Aus Siebenbürgen. Ja, und was hat er weiter gesagt? Mit mir wird er den Teufel kennenlernen. Mit mir wird ihr den Teufel kennenlernen. Und wir mussten so einen Sport machen. Ja. Es waren dort ein Haufen Steiner, große. Wir mussten die große ausnehmen, auswählen und so mit die aufgehoben, so Kreis laufen, schnell, schnell und so mit einem losgejagt geworden, dass schnell, schnell gehen sollen. Ich bin damals auch dort gefallen. Und ich wollte auch nicht aufstehen. Und meine Kameradinnen dort haben mich aufgezogen. Und wir sind so weitergelaufen. Damals hatte ich einen Stein auf mir fallen lassen. Und den Stein, ich habe mich angeschlagen. Und ich habe nachher eine schwere Operation gehabt, nachher, dass ich nach Hause gekommen bin, auch von diesem Sport. Ist da jemand über Sie gefallen, der den Stein hat auf Ihre Brust fallen lassen? Ich bin so gefallen, wissen Sie, und wie ich gefallen bin, habe ich mit diesem Stein gedrückt. Auf die Brust so, gedrückt, ja. Ja, hat da dieser Dr. Capesius ein Instrument bei sich, eine Peitsche oder einen Stock oder so irgendetwas? So eine Krawasche, sagt man bei uns. Krawasche, eine Reitpeitsche? Ja, so nur aus Leder war es. So. Aus Leder? Ja. Ja, und wie kam er denn dazu? Hat er zunächst gefragt, ob jemand diese Margarine hier ausgegeben hätte? Ja, wir waren aufgefordert, sagen, dass niemand hat nichts gesagt und so war es dann, dass wir... Also Sie waren aufgefordert zu sagen, wer die Margarine herausgegeben hätte? Und da hat sich niemand gemeldet? Niemand hat sich gemeldet. Und daraufhin hat er gesagt, ich bin Capesius und ihr werdet ihn... Ganz am Anfang, ja. Und ihr werdet ihn mir den Teufel kennenlernen? Ja. Ich bin Capesius aus Siebenbürgen, hatten Sie gesagt, ja. Und das hat er in ungarischer Sprache oder in Deutsch? Nein, in deutscher Sprache. Dort hat er nicht ungarisch gesprochen. Und wie lange dauerte denn das, dass Sie da im Kreis herumlaufen mussten? Na, ich denke, es hat eine Stunde gedauert. Jedenfalls, uns kam sehr viel vor. Ja, Ihnen kam sehr lang vor. Sie hatten ja keine Uhr dabei, Sie konnten es nicht nachprüfen. Hat er auch Schläge ausgeteilt bei dieser Gelegenheit? Ich persönlich habe nicht bekommen, weil ich in die Mitte war, aber die von den Ecken, wir waren, haben ganz bestimmt davon bekommen.
weil wir gejagt waren und schnell gelaufen, diesen Kreis, wie schnell das möglich war. Und diejenigen, die liegen blieben auf dem Boden, was geschah mit denen? Niemand ist gelegen. Wir waren noch neu im Lager, wir haben eins den anderen gezogen. Wir haben uns nicht lassen wollen. Wir wussten ja noch nicht, was alles dort ist. Wir waren noch neue Kömmlinge. Sie haben dadurch einen dauernden Schaden davon getragen. Bitte? Durch die Operation haben Sie einen dauernden Schaden davon getragen. Ob jemand von diesen Frauen später verstorben ist an den Folgen dieses sogenannten Sportes, das wissen Sie nicht? Nein, niemand ist. Oder ist niemand gestorben, das wissen Sie? Nein. Und Sie waren dort in dem Lager bis wann? Bis 1. Januar. Ende Oktober hat man den C-Lager liquidiert. Ja. Es kam der Winter. Ja. Viele von meinen Bekannten sind noch damals dort gewesen und die waren alle ausgemustert und verschwunden. Ich habe sie mehr nicht gesehen und sind auch nicht zurückgekommen. Und man hat die Küche aufgelöst und wir waren nach dem FKL-Lager getragen. FKL heißt das Frauen- und Kinderlager, ja. Und man hat uns zu einem sogenannten Weichselkommando eingeteilt, ungefähr 1000 Frauen waren wir dort und wir mussten jeden Morgen in der Nacht noch aufstehen und dort warten auf dem Zählappell und dann hatten wir ein paar Kilometer gemacht bis zum Weichsel und dort hatten wir also das Fluss überschneiden müssen. Wissen Sie, das Fluss war so. Moment, bevor wir hier den Herrn Dolmetscher einschalten, müssten wir ihn noch vereidigen. Das heißt, er ist schon vereidigt worden. Er kann Bezug nehmen. Herr Dolmetscher, wollen Sie Bezug nehmen auf den vor diesem Gericht bereits geleisteten Eid? Ja? Und Ihre Personalien sind dieselben geblieben wie damals? Ja? Nehmen Sie ins Protokoll auf, der Dolmetscher erklärte, meine Personalien sind die gleichen wie seinerzeit, wie bei meiner letzten Vernehmung als Dolmetscher. Ich beziehe mich auch auf den damals vor diesem Gericht geleisteten Eid und versichere unter Bezugnahme auf diesen Eid, dass ich treu und gewissenhaft übertragen werde, ja? Ich denke, das ist auch nicht einmal so. Es war Apostel Cotitura Weichsel. Ja, eine Flussregulierung. Ja, und Schinoje trebuia să îndreptăm. Să întretăiem Cotitura. Eine Flussbegradigung ist vorgenommen worden. Și am început cu tăierea cărămizilor de țiglelor de asta de iarbă și pe urmă am pus noi. Ja, wir begannen mit Vorbereitung von Grasziegeln, geschnitten Grasziegeln. Und dann ausgegraben und durchgeschnitten und mit kleinen Waggons. Das war ein ganz nicht wichtiges Arbeit, aber für uns war es etwas Schreckliches und zu schwer. Wir sind ohne Essen hinausgegangen, überhaupt nicht bekommen und spät haben wir dort einen so für Tee genannte schwarze Ding bekommen zu trinken. Das war alles, bis wir zurück in Lager hineinkamen. Dort haben wir unsere Brotration bekommen. Und das war alles, was wir die Zulage. Es war also eine schwere Arbeit für Sie. Sehr viele sind dort gestorben und wir hatten sie am Abend auf zwei Zweigen so gelegt. Und so haben wir unsere Toten in Lager hineingetragen, zurückkommend. Viele sind dort gestorben. Und sind Sie dort geblieben dann bis zu Ihrem 1. Januar? Bis zum 1. Januar und dort kamen Sie weg von Auschwitz? Ich habe mich zu einem Transport gemeldet. Ja. Es war ein Transport angesagt und wir haben uns gemeldet und nach Bergen-Belsen sind wir. Wir waren das letzte Transport aus Auschwitz, welche mit Zug, Bahn gefahren ist.
Die anderen mussten laufen. Andere war schon das Endmarsch, was sie gemacht hatten von dort. Also am 2. Januar 1945 sind Sie nach Bergen-Belsen gekommen. Angekommen, ja. Sagen Sie bitte, war inzwischen, also vor dem Sie weggekommen sind, noch mal eine große Selektion in dem Lager? Vor ich wegkam, war schon keine Selektion. Wir haben als von einem Weichselkommando gearbeitet hatten, ja, zurückkommend haben wir geholfen bei der Demolieren, also Demolat. Demolierung des einen von den Krematoriums. Woran haben Sie geholfen? Wie heißt das? Beim Abreißen von Krematorien. Ja, nun sagten Sie uns doch, dass das C-Lager eines Tages liquidiert worden sei. Ja. Ging da auch eine, wie wir uns ausdrücken, eine Selektion voraus, also eine Auswahl von denen, die wegkommen sollten und diejenigen, die bleiben sollen? Ich denke. Und wer hat denn diese Auswahl getroffen? Das kann ich nicht sagen, weil wir waren bei der Küchendienst. Ja. Und wir haben nicht teilgenommen. Sie haben nicht teilgenommen. Ja. Haben Sie aber davon gehört, dass diese Auswahl stattgefunden hat? Ja, es waren und die alten Häftlinge haben uns gesagt, es kommt ja Winter, man wird sie ja nicht halten und hier füttern. Es kommt der Winter und man will sie nicht hier halten und füttern. Ja. Wer hat das gesagt? Die alten Häftlinge. Die alten Häftlinge. Die haben uns gesagt, ja, und erklärt. Und wer das gemacht hat und wer das ausgewählt hat, wissen Sie nicht. Ja. Nun, es war dann noch ein Zwischenfall, der aber hier uns nicht viel weiterhilft, mit dieser Aufseherin Herda Stiebitz. Ja, die war unsere Aufseherin bei der Küche. Die Kapo war das. War das ein Kapo? Nicht Kapo, die Aufseherin. Aufseherin. Die Kapos waren von den Häftlingen. Ja. Eine Polin hatten wir. Die Stiebitz war eine Frau der SS. Eine Frau SS, eine Aufseherin. Eine SS-Aufseherin, ja. Aufseherin war sie, ja. Ja, Und sie hatte mit einer ihrer Cousinen, glaube ich, eine Schwierigkeit. Sie hatte eine Professorin, ihre erkannt. Sie hatte ja 16 Jahre gehabt, meine Cousine. Ja. Und sie hat ihr ein wenig Grieß in Wasser gekocht, ja, hinausgeschmuggelt. Ja. Und sie hat sie gesehen und man hat sie dort, war die Kohlen, was wir aus den, unter den Kessel gehabt hat und vor die Küche hinaus gezogen, getragen, ja. Und dort hat sie Knien getan und dort hat sie viele Stunden, das war ihre Strafe und sie sollte auch in ein Strafkommando kommen, aber wir haben alle so viel gebeten und sie hat sie dann nicht weggeschickt, sie ist doch mit uns geblieben. Ja. Wissen Sie, ob die Frau heute noch lebt, diese Cousine? Ich weiß, meine Cousine, ja, sie lebt, sie ist in Israel. Nun sind auch kleinere Selektionen vorgenommen worden, wo wenige Leute ausgewählt worden sind. Haben Sie das erlebt? Haben Sie erlebt, dass kleinere Aussonderungen stattfanden, wo schwache und kranke Leute ausgesondert? Ja, das war jeden zweiten Donnerstag auch gewesen. Jeden zweiten Donnerstag? Jeden zweiten Donnerstag war das. Und auch wer hat gewesen denn das gemacht? Der Mengele war, das weiß ich, weil man gesagt hat, der Mengele kommt und die Grese war eine mitgekommen mit ihm bei diesen. Wer war mitgekommen? Eine SS Grese. Grede hieß sie. Grese war sie, ja. Eine Aufseherin aber auch? Die war. Sie hatte einen größeren Post gehabt im Lager. Sie war die, na, ich kann mich nicht erinnern, die was für Führerin. Eine Führerin, ja. Bei den Zählappeln, sie hat so eine Art Blockälteste. Blockführer. Nicht Blockführer, Lager, Lagerführer. Nicht Lagerführer war es. Also jedenfalls, sie hatte eine. Ich werde mich schon, das ist ja.
Und die war mitgekommen mit ihm, sie ist mit Mengele gekommen und die beiden haben ausgesucht. Ja, ja. Mhm. Haben Sie bei dieser Gelegenheit noch mal den Dr. Capesius gesehen? Nein. Und wo haben Sie denn nun erfahren, dass dieser Mann Dr. Capesius ist? Damals, wie er es Ihnen selbst gesagt hat? Ja. Vorher wussten Sie nicht, wie er Nein. ist? Hatten Sie vorher auch mit der Frau Dr. Böhm oder der Frau Salomon keine Möglichkeit zu sprechen? Ich hatte Möglichkeit, aber wir hatten nicht, warum sprechen. Ja. Es war das einmal in der Küche, die Frau Dr. Böhm, nicht einmal die Frau, die Tochter ihre, die Frau Salomon, zu mir gekommen ist und hat gesagt, dass der Capesius ihnen, ich weiß nicht, was gesagt hat, dass er wollte nach Hause kommen in Urlaub. Ja. Das erinnere ich mich jetzt. Und er konnte nicht, weil die Russen schon dort unsere Seite von Rumänien befreit wurde. Und sagte, dass ihr Bruder dort großer Herrschaft ist. Und vielleicht kann er helfen für seine Familien oder so etwas, weiß ich, erinnere ich mich, war es, was mir gesagt hat. Ja, aber Sie selbst haben erst den Namen dieses Mannes erfahren, als er es Ihnen selbst gesagt hat. Ja. Haben Sie, nachdem Sie diesen Namen nun erfahren hatten, noch einmal mit der Frau Dr. Böhm oder der Frau Salomon gesprochen? Ja, also ich habe mich beklagt, was wir in diesen Tag gemacht hatten. Nachdem Sie diesen sogenannten Sport haben treiben müssen, ja? Ja, weinende Kranken. Haben Sie bei diesen beiden Frauen sich beklagt? Ja. Und was haben die Ihnen gesagt? Na, das, was Sie gesagt haben. Sie wollten sie trösten, aber dass das Doktor... Nein, nicht. Sie haben mich beklagt und gesagt, wie das schrecklich ist, was wir mitgemacht hatten, so wie die Häftlinge zwischen sich sprechen, nicht als Hilfe oder was. Ich konnte ja dort nichts von Ihnen helfen, erwarten. Hilfe. Und haben Sie damals gesagt, das wäre Dr. Capesius gewesen? Und was haben die beiden Frauen daraufhin gesagt? Die haben gesagt, dass... Ich sage Ihnen, Sie konnten mir, Sie haben mich getröstet. Oder trösten, auch trösten nicht. Ich weiß nicht, wir haben dort gesprochen, wie Häftlinge zwischen sich. Ja. Hatten Sie einmal erfahren, dass Dr. Capesius vor einem Militärgericht in Klausenburg in Abwesenheit zum Tod verurteilt worden ist? Ja. Das haben Sie erfahren? Das waren in unserer Zeitung gleich Ende des Krieges, nachher, dass wir nach Hause kamen, von Klausenburg, Klusch. Ja. Tribunal und Militar aus Cluj. Wir wollten sogar eine Abschrift nehmen, aber wir konnten das nicht bekommen. Da sind ja nicht solche Schriften, was man für partikulare Personen, für Privatpersonen gibt. Mhm. Haben Sie sich mal erkundigt und gesagt bekommen, dass man bei einer offiziellen Anforderung eine solche Abschrift bekommen könnte? Ja. Ja. Sagen Sie, ist Ihnen der Name Kaduk bekannt? Kaduk nur von den Häftlingen und was ich nach dem Lager gehört hatte. Und was haben Sie gehört? Dass er ein schrecklicher Mensch war. Er hat die sehr misshandelt die Häftlinge. Und ich habe gehört, dass der Heilige Kaduk war. Aber so persönlich habe ich überhaupt mit ihm keine Berührung gehabt und nicht einmal gesehen. Ich habe keine Fragen mehr. Frau Szabo, Sie haben uns geschildert, dass Sie in dieser Gruppe gestanden hätten, auf der Rampe, in der die Frauen mit den Kindern waren. Ja. Und dass Sie dann ein Häftling
aufgefordert hat, zu der anderen Gruppe zu gehen. Sie haben uns andererseits geschildert, dass dieser SS-Offizier, wie Sie sagten, Sie mit einer Handbewegung auf eine bestimmte Seite geschickt hätte. Und hätte ich gerne gewusst, war dieser Vorgang mit dem Häftling, der Sie auf die andere Seite geschickt hat, vor dieser Einweisung durch den SS-Offizier oder nachher? Es war, als wir angekommen sind und wir angestellt hatten in der Reihe. Ja. Wir waren noch nicht selektiert geworden. Wir waren nur so, wie von den Waggons ausgestiegen hatten. Wir haben uns in die Reihe gestellt und ich als Größere habe ich das Kind zu mir genommen. Und ein Häftling ist schnell gekommen, durchgelaufen und gesagt, gehört das Kind Ihnen. Und das wissen Sie das schon, also vor, das vor war. Dann bin ich dort gestanden und dann kam, dass ich nach diesem Transport, dieser Gruppe geschickt geworden bin, gewesen, wo die arbeitsfähige, die jüngere Leute waren. Ja, ja, schön. Und dann noch etwas anderes. Haben Sie über das allgemeine Erscheinungsbild dieses SS-Offiziers, über sein Gesicht, unter sich Häftlingen irgendetwas Bestimmtes gesagt? Hat er eine Art Spitznamen gehabt, wie man es ausdrücken könnte? No, wir haben ja auch gesagt, dieser Mopsel, also weiß ich, also nur dieser Mopsel kommt, wenn das durchsucht, haben wir uns gesagt, wissen Sie. Aber ja, danach frug ich. Das haben Sie so untereinander gesagt? Das haben wir einmal oder zweimal, wir haben ja nicht so viel mal gesehen, aber schau, dieser Mopsel kommt wieder. Ist sonst noch eine Frage zu stellen? Bitte schön. Sie sagten vorhin auf die Frage des Herrn Vorsitzenden, dass ungefähr 150 bis 200, vielleicht etwas weniger Frauen aus Ihrem Transport in das Lager gekommen sind. Moment, ist es Ihnen zu viel? Wollen Sie lieber eine Pause haben? Nur ein Tropfen Wasser. Ein Tropfen Wasser, bitte schön, natürlich. Sonst legen wir eine Pause ein, wenn es nein, danke, ich möchte. Können Sie uns ungefähr sagen, wie viele Frauen und Kinder insgesamt bei dem Transport waren? Das wäre mir unmöglich sagen. Gar keine Vorstellung? Gar keine Vorstellung. Ich weiß auch nicht einmal in die anderen Waggons, wie viele und wie sie waren. Ich weiß nur meine selbst. Ja, dann sagten Sie uns, dass ich später in dem B-Lager eine Häftlingsnummer bekam. Welche Häftlingsnummer bekam Sie? 11937. Bitte? 11937. 11937. Ohne einen Zusatz A oder B. A. A, hier ist es. Ja. A. A 11937. Ja, danke schön. Dann noch etwas. Als Sie von diesem Sport zurückkamen. Ja. Da sprachen Sie doch, wie Sie uns sagten, mit Frau Dr. Böhmen, Frau Schallermann. Ich habe Ihnen etwas gekriegt. Ja, und da sagten Sie doch, da haben Sie doch das erste Mal gewusst, wer das war. Hatten Sie den Namen der Frau Dr. Böhm genannt? Ja. War das etwas Neues für Frau Dr. Böhm oder war das... Der Name war ihr nicht Neues, aber... Ach, der Name war ihr nicht Neues? Nein, sie hat ihn gekannt. Ihn schon? Sie kannte ihn. Sagte sie ist ja eine Schäßburgerin geboren. Ach, die sind geboren in Schäßburg? Ja. Und sie kannte ihn schon? Sie kannte ihn schon und sie hat mir erzählt, dass sie mit ihm dort bei der Rampa gesprochen hat. Ach, das hat sie ihnen dann erzählt? Ja. Also Frau Dr. Böhm kannte ihn vom ersten Augenblick an? Ja, sie haben dort schon gesprochen, von der als Bekannte gesprochen. Als Bekannte gesprochen miteinander? Ja. Bei der Ankunft als Bekannte? Ja. Aha, danke schön. Herr Straßmann. Sie sagten, Frau Zeugin, dass Sie bei dem Sportmachen hingefallen seien und sich mit dem Stein, den Sie in der Hand hatten, die Brust verletzt haben. Nun darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie bei Ihrer richterlichen Vernehmung hier in Frankfurt gesagt haben, in Wien, dass ein anderer Häftling über Sie gefallen sei und der Stein, den dieser Häftling trug, sei auf Sie gefallen. Das sind solche kleine Differenzen, bitte, dass ich jetzt da sage, dass ich mit meinem Stein oder mit den anderen denke ich, keine so große Wichtigkeit.
ja. haben kann. Ja. Aber wir sind eins übereinander ja. bestimmt gefallen. Ja, entschuldigen Sie, wenn ich Sie nach dieser Kleinigkeit frage, aber es ist für uns ja. Doch verstehe, von gewisser ja. Bedeutung, inwieweit Ihr Erinnerungsvermögen intakt ist. Ja? Ja. Ja. Können Sie nun sagen, wie es genau gewesen ist, oder wollen Sie sagen, es ist da irgendetwas gewesen, was es war, weiß das ich nicht Das ist gefallen mehr. Und ja. wenn einer gefallen ist, der andere nachgelaufen ja. sind, ist selbstverständlich, ja. dass anderer auch gefallen ja, ja. ist. Dass mein Stein mich verletzt hat oder meine Nachbarn. Oder der des Nachbarn. Jedenfalls ein Stein. Ein Stein war und ja. ich gelitten habe davon, das ist auch. Ja. Nun würde mich noch Folgendes interessieren. Sie sagten, dass Sie beim Abbruch der Krematorien, bei der Demolierung der Krematorien... Am desfăcut gardurile. Noi, propriu zis, la construcție n-am lucrat. Însă, venind de la comandă, am văzut totdeauna cum se luau din vagoane mașinăriile și tot ce era de luat dintr-un crematoriu da. Care ne vedea. Ja, bei der Demolierung, also beim Abreißung selber, haben wir nicht mitgewirkt, doch sahen wir, wie in Wagon... Nein, wir haben auch die Umzäunung, die Umzäunung haben ja. wir abgerissen, ja. jedoch nicht das Krematorium selber. Selber, ja. dort haben andere Häftlinge gearbeitet, aber als wir von Kommando zurückkamen, es war noch früh wahrscheinlich, noch zur Ruhe gehen, hat man uns auch das, diese Arbeit zugeteilt, dass wir von dem Zaun, was war aus solche... Stacheldraht. Nicht Stacheldraht, es waren solche, auch fast Cringe. Știți, din crengi verzi, așa prinse printre sârmă, probabil. Crengi. Zweigen. Ja, aus Zweigen Holz, waren Holzzaun. Nur diese Zaun ja. haben wir dann weggetragen und wir haben gesehen, wie, das haben wir nicht gearbeitet, als wir von der Arbeit kamen, an die Gleise, so sagt ja. man, Waggons waren und Maschinen von den, ja, von den Krematorium hinaus geführt ja. waren. Können Sie sich erinnern, wann das ungefähr war? Na, das war jedenfalls im November. Im November 1944. Danke sehr. Frau Zeugin, sind Sie ganz sicher, dass der Arzt auf der Rampe der gleiche war, der sich später Ihnen sozusagen als Dr. Capesius vorgestellt hat? Ja. Der angeklagte Capesius erzählt uns von einem anderen SS-Arzt aus Rumänien, Dr. Klein. Ist Ihnen ein solcher Dr. Klein bekannt oder bekannt gewesen damals? Der Name, ja, aber ich habe ihn nie gesehen. Würden Sie bitte ins Mikrofon sprechen, damit wir ein, das erkennen? Ja. Ich frage Sie um der Deutlichkeit willen, ob etwa dieser andere Arzt, Dr. Klein, haben Sie ihn gesehen oder haben Sie ihn Nein, nicht gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Gut, dann ist die weitere Frage überflüssig. Danke sehr. Frau Csabo, wie lang waren die Häftlingsblocks, als Sie ausgestiegen waren aus den Waggons? War das 200 Meter lang etwa der Block der Fünferreihen von Häftlingen? Haben Sie eine ungefähre Vorstellung? Können Sie uns das etwa andeuten? Na, Sie sagten, glaube ich, der Zug war sehr lang. Der Zug, ja. Und was soll ich bitte die Frage noch einmal? Ja, wie lang etwa der Block der Häftlingsreihen, der Fünferreihen, angetreten auf der Rampe war? War das 100 Meter, 200 Meter? Die Reihe von ja. den Häftlingen? Ja. Es war eine Schlange, lang genug. Ich kann mir nicht mehr, ich kann das nicht sagen. Würden Sie sagen, sie war länger als dieser Verhandlungssaal hier? Ich denke, ich weiß nicht. Standen Sie in dieser Reihe sehr weit hinten, Frau Zeugin? Oder standen Sie hinter mich nicht sehr viele. Also Sie standen ziemlich am Ende in dieser Schlange, ja? Ja. Dankeschön, ich habe keine weiteren Fragen. Haben Sie etwas zu mir gesagt, Herr Staatsanwalt, eben? Nein. Sagen nichts Sie, Herr Staatsanwalt.
Ist auch besser so, denn Unterhaltungen sollen ja hier nicht stattfinden. Eben. Und das wollte ich ja nur feststellen. Frau Zeugin. Ja. Sie sagten auf die Frage des Herrn Vorsitzenden, dass ein anderer SS-Offizier nicht dort gewesen sei als der Offizier, von dem Sie gesprochen haben. Ich spreche jetzt von der Rampe. Ja. Und Sie sagten auch dann weiter noch auf die Frage des Herrn Vorsitzenden, dieser Offizier war der einzige Offizier dort. So hatten Sie doch vorhin gesagt. Ja. Nun darf ich Ihnen mal aus Ihrer Vernehmung in Wien folgenden Satz vorhalten, der damals protokolliert worden ist. Ja. Gleich, ich zitiere, das ist dort 13.617. Gleich zu Beginn der Vernehmung, da sagen Sie, gleich bei der Ankunft in Auschwitz wurde der gesamte Transport an der Rampe von SS-Offizieren selektiert. Da sprechen Sie also von SS-Offizieren, also von der Mehrzahl. Haben Sie das so verstanden, was ich Ihnen jetzt gesagt habe? Ja, ich verstehe. Ja. Ja. Haben Sie das damals so ausgesagt? Ja. Ja. Nun darf ich Ihnen im Gegensatz zu Ihrer Aussage die Frau Dr. Gisela Böhm und die Frau Ella Salomon sind damals in Wien ja auch vernommen worden. Vor mir, ja. Vor Ihnen, ja. Nun, dort in dem Protokoll erwähnen diese beiden Zeugen, und das möchte ich Ihnen vorhalten, dass auf der Rampe sich eine Kommission befunden habe, bestehend aus Dr. Mengele, Dr. Klein, und Dr. Capesius. Ja. Darf ich Ihnen das vorhalten, ob Sie sich dadurch vielleicht Ihre Aussage ändern wollen? Nein, oder? Darf ich antworten jetzt? Ja, bitte sehr. Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Bei der Ankunft waren wir ja nicht, ich wusste, dass dieser Offizier ist, weil er so eine Kappe hat, eine Kommission und sowas, habe ich hier selbst nicht so, dass Kommission war. Ich wusste auch nicht einmal, was mich wartet dort. Was ich in Wien gesagt hatte, ist ja auch die Wahrheit. Ich konnte vielleicht auch sagen, auf diese mit den Mützen, dass sie Offizieren oder nicht Offizieren sind, das ist, war für mich so egal. Ich weiß, ich hatte es nicht so wichtig gehalten. Mit anderen Worten, Frau Zeugin, Sie meinen also, dass es nicht unbedingt richtig sein muss, wenn Sie sagen, dass dieser Offizier, den Sie dann später als Dr. Capesius bezeichneten, der einzige Offizier auf der Rampe gewesen sei, dass das möglicherweise nicht zutreffend ist, wenn Sie nicht auf die Abzeichen geachtet haben. Ja? Vielleicht war es in meinem Expressia mehr probabel, in Germanisch, in Vienna. Mă rog, principal nu erau cine erau, acea persoană pe care o recunosc. Vielleicht konnte ich mich damals in Wien nicht genau ausdrücken. Ja. Und ich habe es auch nicht so wichtig erachtet. Die andere wer waren, wenn ich einen das Gesicht in Gedächtnis geblieben ist. Die andere waren mir so unbekannt geblieben. Es war etwas, wie sagt man, merkwürdig. Merkwürdig gewesen, ja. Frau Zeugin, also mit anderen Worten wollen Sie sagen, Sie können sich nicht genau erinnern, ob nicht auch noch andere SS-Offiziere anwesend gewesen sind. Das kann man so nennen, Das kann man so nennen, Nun, von der Selektion. Da waren Sie durch den einen Herrn beisitzenden Richtern, der links von dem Herrn Präsidenten sitzt, vorhin gefragt worden, dass Sie bei Ihrer Aussage erklärt hatten, dass Sie einen Häftling aus der Gruppe herausgezogen habe und Sie zur Gruppe der Arbeitsfähigen zugeteilt habe.
Er war ein Mithelfer, ganz bestimmt, dass ich im Leben geblieben gewesen geblieben, ja. Nun ganz Sie genau solche kleine Sachen waren damals nicht so merkwürdig uns, weil wir wussten nicht die Zukunft. Jedenfalls diesen kann ich danken, dass ich heute lebe, nicht unbedingt nur den Offizieren, wer dort bei der Rampa waren oder nun, war. Ja. Nun hatte Sie dann der Herr Richter gefragt, ja, was zeitlich früher war. Dies herausziehen oder die von Ihnen behauptete Einteilung durch den Offizier? Ich denke, dass beide waren. Bitte? Was war er nun? Hat mich gerettet, damit, ja, dass ich das Kind abgegeben habe. Und nun, deshalb, ja, bin gut, ich dorthin gekommen, ja, zu diesen. Aber wie kommen Sie zu dieser Gruppe, wenn es richtig ist, was Sie vorhin gesagt haben, dass Dr. Capesius Ihnen ein Zeichen gemacht hat, Sie möchten doch drüber gehen? Also ich widerspreche der Frage, sie ist eindeutig beantwortet. Die Frage ist dann beantwortet, so wie ich das verstanden habe, dass die Zeugin das Kind hergeben musste. Und dann ist die Gruppe vormarschiert und selektiert worden. Ja, ich habe an für sich auch kein Zweifel, ja, nun, mehr an den Vorkommnissen, Herr Eisenwald. Ja, nun, der Vorhalt kommt jetzt. Nein, ich meine, Vorhalt ist gemacht worden, dass die Zeugin herausgezogen worden sei von dem Häftling. Das ist ein Vorhalt, der keine Stütze findet in dem, was die Zeugin gesagt hat. Sondern die Zeugin hat gesagt, nicht ich bin herausgezogen worden, sondern der Häftling hat das Kind weggegeben von mir. Ja, wenn die Zeugin das gesagt haben sollte vorhin, dann möchte ich der Zeugin doch vorhalten, dass sie in ihrem Protokoll gesagt hat, dann zog mich dieser Häftling aus der Gruppe heraus und brachte mich zur Gruppe der Arbeitsfähigen. Herausgebracht kann auch das bedeuten, dass er mich dort gerettet hat. Und so bei der Hand konnte ein Häftling nicht einen von einer Gruppe zu der anderen führen. Nun aber, Frau Zeugin, es steht doch hier in dieser Wiener Vernehmung ganz deutlich. Ja. Dann zog mich dieser Häftling aus der Gruppe heraus und brachte mich zur Gruppe der Arbeitsfähigen. Und nun frage ich Sie in diesem Zusammenhang, nachdem das niedergelegt ist, wie kommen Sie zu dieser Gruppe, wenn es richtig ist, was Sie vorhin gesagt haben, dass Herr Capesius Ihnen gesagt hat, Sie möchten zu mir der Gruppe der Arbeitsfähigen gehen? Mir hat er nichts gesagt. Wir standen dort, Kinder und Mutter und alte Frauen. Und als diese, welche nicht gearbeitet waren, sind dann dorthin gegangen, an eine Gruppe, und die anderen sind dort stehen geblieben. Nachher, dass ich das Kind mehr nicht gehabt, stand ich ganz in die Ecke. Bin ich mit diesen anderen auf einmal hinübergeschickt geworden. Ganz genau, ganz deutlich werde ich mir nie erinnern können, weil das waren solche Momente, wenn. Nun, Frau Zeugin, dann aber eine Frage. Wann hat Ihnen denn, wie Sie vorhin gesagt haben, dieser Offizier, den Sie als Dr. Capesius bezeichnen, das Zeichen gegeben, Sie möchten nach rechts herübergehen? Wir standen dort und man hat uns gezeigt, dorthin zu gehen und dort bleiben. Wieso, wann? Ich weiß nicht, ich kann nicht mal, was für ein. Ja, Herr Vorsitzender, darf ich mal Folgendes. Ich darf den Vorgang durch folgendes Ereignis abgelenkt. Und nun kommt der Satz, den ich hier sehe. Ich hatte das Kind meiner Schwägerin am Arm und war schon in die Gruppe der Frauen mit Kindern eingeteilt. Das ist nicht richtig. Ich war in einer Gruppe, wenn wir ausgestiegen haben. Das war dann das Protokoll geirrt geschrieben oder wie? Das ist ja unmöglich, einmal ausgewählt sein und damals, es ist ja ganz Herr Oesterwald, wir haben doch diese Vorfälle immer und immer wieder hier gehört. Die Häftlinge haben gesagt, aussteigen, und zwar Frauen mit Kindern auf die eine Seite, Männer und Frauen ohne Seite, Kinder auf die andere Seite. Nun trat sie mit dem Kind auf die Seite der Frauen mit Kindern. Dann kam der Häftling und hat gesagt, ist das Kind Ihnen? Hat sie gesagt, nein. Dann geben Sie das Kind ab. Das hat sie abgegeben. Daraufhin trat sie auf die Seite der Männer und der noch nicht selektierten Übrigen.
Ankömmlinge. Und ja, nun fängt man an. Herr Vorsitzender, ich meine, das meinen Sie jetzt, das ist ja so gewesen. Ich möchte jetzt nur mal wissen, und diese Frage möchte ich an die Zeugin stellen, zu welchem Zeitpunkt dieser Phase, die ich vorhin vorgelesen habe, es hat nun, wie Sie vorhin gesagt haben, Dr. Capesius oder dieser Offizier Ihnen bedeutet, Sie möchten nach rechts gehen. Wann war das? Wieso war nach der Ankunft, nachdem wir dort in der Reihe aufgestellt waren, ja, wie viele Minuten oder eine halbe Stunde ja vorbei ist, das können wir auch heute nicht wissen. Ich erinnere mich nicht. Wir standen dort und auf einmal weiß ich nur, wir sind dort hinübergekommen, ganz deutlich und genau, dass ein Wort dazu gesagt, dazugefügt war. Das wirklich kann ich mir nicht jetzt sagen, dass das gesagt war oder nur so viel. Ich finde das auch so über... Ja, Frau Zeugin, wir müssen ja, doch, es ist ja Ihnen vorhin ja schon gesagt worden, ja, wir müssen doch möglichste Klarheit versuchen, in diese ja, das ist ganz bestimmt, auch wenn sie lange zurückliegt, hineinzubringen. Ja, ich bin überzeugt und deshalb bin ich auch hier, dass ich die... Aber ich sage Ihnen, sind Sachen, welche in unserem Leben so vorgekommen sind, dass das kann man ja nicht so genau pünktlich sagen nach 20 Jahren, das hat mir dieser gesagt und gemacht. Aber das ist die Tatsache, dass ich von einem Häftling gerettet war, durch das das Kind für meine Schwägerin gegeben hat. Und deshalb war ich in diese Gruppe übergeführt geworden oder übergeteilt geworden, wo die Arbeitsfähige waren. Nun, Frau Zeugin, ja, wollen wir diesen Punkt mal verlassen. Ja. Nun haben Sie vorhin auf die Frage des Herrn Vorsitzenden gesagt, ja, dass Sie den Namen desjenigen Offiziers, den Sie auf der Rampe ja gesehen haben damals, ja, erst gehört haben, als der betreffende Offizier den Namen Capesius nannte, als ja dieser Sport getrieben ja worden ist. Das war also das erste Mal, das erste dass Sie Mal diesen Namen ja gehört haben. Nun zunächst nochmal bezüglich dieses sogenannten Sportes. Wissen Sie, ob derjenige, der diesen Sport abhielt, damals ja mit einem Fahrrad gefahren ist? Dass ich mir ganz hinter den Frauen hergefahren ist. Ich kann das mir nicht erinnern. Schauen Sie, das war so ein schreckliches ja Punkt und doch kann ja, ich ja nicht sagen, dass wir mussten laufen und gejagt waren, das weiß ich. War ja das ein Fahrrad? Ja. Und nun war auch Ihre Cousine, die Susanne Levy, dabei damals. Meine, ja, und meine Schwägerin. Ich war jetzt nur wegen der Susanne Lee. Ja. War die ja damals dabei? Ja. 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 Nun, die Frau Levy ist auch schon mal vernommen worden. Ja. Dazu. Und sollte dann auch beschreiben, denjenigen, das Aussehen desjenigen Offiziers, ja, der diesen Sport, diesen ja sogenannten Sport abgehalten hat. Haben Sie mit Ihrer Cousine über diesen Sport nach dem Kriege noch mal gesprochen? Nein, sie lebt in Israel. Jetzt will ich Ihnen mal sagen, was Fräulein oder Frau Susanne Levy oder auf welche Weise Frau Susanne Levy nach dem Protokoll den Offizier beschrieben hat. Wo ist der Vorhalt? Ja, Blatt 13.569, Herr Vorsitzender, 68 oder 69? Band 72. Bitte? Band 72. Ach, ja, Band 72, ja. Ich warte dann so lange. Bitte? Personenbeschreibung geht es los, Doppelpunkt. Augenblick, ja, ist noch was. Beglaubigt Übersetzung aus dem Ungarischen. Susanne Levy, ja? Ja. Gräfin 678.
Ja, danke schön. Bitte schön. Frau Zeugin, also Ihre Cousine hat denjenigen Offizier, der diesen Sport getrieben hat, und bei dieser Gelegenheit, sagen Sie ja, haben Sie zum ersten Mal den Namen Capesius gehört, von Ihnen selbst, diesen Offizier wie folgt beschrieben. Capesius war blond, mager und ziemlich groß. Seine Rangbezeichnung ist mir nicht bekannt. Nun frage ich Sie und halte Ihnen das vor und bitte Sie um Ihre Stellungnahme dazu. Ihre Cousine war ja auch bei diesem Sport. Ja. Und Capesius hatte ja sicher andere Aufgaben als sogenannten Sport mit Häftlingen zu betreiben. Und deswegen halte ich Ihnen vor, dass Ihre Cousine, jedenfalls die Personenbeschreibung, in dieser Weise mit blond, mager und ziemlich groß vorgenommen hat. Würden Sie dabei mal dazu mal Ihre Stellungnahme im Gericht unterbreiten? Da, știu, asta am înțeles, că a fost înalt și slab și blond. Ich widerspreche der Frage in dieser Form, weil sie in dieser Form eine Suggestivfrage ist. Wenn der Herr Verteidiger der Zeugin vorhält, dass der Dr. Capesius in Auschwitz andere Aufgaben zu erledigen hatte, als die Häftlinge Sport machen zu lassen, so ist das ja gerade eine Frage, die hier zu entscheiden ist. Ich bitte also die Zeugin darauf aufmerksam zu machen, dass das durchaus nicht der Fall zu sein braucht. Da streichen wir den Satz, aber diese Ausführungen zeigen, dass die Staatsanwaltschaft über den Begriff der Suggestivfrage nicht ganz klar ist. Frau Zeugin. Herr Vorsitzender, ich bitte doch, so liebenswürdig zu sein, dem Herrn Verteidiger einmal zu sagen, dass es nicht angeht, der Staatsanwaltschaft dauernde Unkenntnis des Gesetzes vorzuwerfen. Ich habe Ihnen nicht dauernde Unkenntnisse des Gesetzes vorgeworfen, sondern gesagt, habe ich der Staatsanwaltschaft gesagt, dass den Begriff der Privatunterhaltung führen, Herr Rechtsanwalt. Eben hat Ihnen der Herr Vorsitzende das gesagt. Und ich verbitte mir Ihren aufdringlichen Ton. Also, Frau Zeugin, die Frau Levy hat, wie der Herr Verteidiger eben gesagt hat, ausgesagt, sie hätte den Herrn Capesius in Erinnerung als blond, mager und ziemlich groß. Und Sie haben uns doch eine andere Schilderung gegeben von dieser Person. Da möchte der Herr Verteidiger wissen, wie Sie sich zu dieser Aussage Ihrer Cousine Levy oder Schwägerin Levy stellen. Ich kann sagen, wie ich ihn gesehen habe. Wie ihn gesehen? In Ehren geblieben ist, kann ich mir nicht Können Sie sich nicht vorstellen. Ich kann vorstellen, dass Sie bleiben jedenfalls dabei, dass dieser Mann... Vielleicht möchte ich ihn auch hier kennen, wenn ich sehe, ich weiß Sie nicht. Werden nachher Gelegenheit ich kann das haben. Nicht feststellen, sind ja 20 Jahre vorbei, aber es war ein merkwürdiges Gesicht. Ja. Für mich jedenfalls etwas, was ich nicht vergessen kann. Ja. Frau Zeugin, ich möchte nur wissen, ob Sie sich darüber im Klaren sind, dass derjenige, der diesen angeblichen Sport angeordnet hat, identisch ist mit demjenigen, der auf der Rampe gestanden hat. Die Frage ist beantwortet, Herr Vorsitzender, zweimal beantwortet. Ich widerspreche der Frage. Dann bin ich darüber zu entscheiden. Ja, Herr Rechtsanwalt, es ist tatsächlich so, dass die Frau Zeugin jetzt schon mehrere Male auf meine Fragen, auf sonstige Fragen, wiederholt erklärt hat. Es besteht für mich kein Zweifel, dass dieser Mann, der den Sport angeordnet hat, den sogenannten Sport, und der Mann, der uns auf der Rampe ausgesucht hat, derselbe war. Das hat die Zeugin jetzt wiederholt gesagt. Ich habe keine weiteren Fragen. Keine weiteren Fragen mehr, bitte schön. Frau Zeugin, ich darf noch mal auf den Sport zurückkommen. Sie haben auf die Frage des Herrn Vorsitzenden gesagt, dass derjenige, der den Sport gemacht hat, bei der Anordnung sich vorgestellt hat, ich bin der Dr. Capesius aus Siebenbürgen
Sie werden in mir den Teufel kennenlernen und das soll er nach Ihrer Darstellung in ungarischer Sprache gemacht haben. Nie habe ich das. In deutscher Sprache gemacht haben. Ja. Ausdrücklich auf meine Frage. In deutscher Sprache. In deutscher Sprache. Ja. Und um der Ordnung halber, Herr Vorsitzender, es ist kein richtiger Vorhalt gemacht worden. Die Zeugin hat nie gesagt, er habe sich als Dr. Capesius vorgestellt, ja, sondern sie hat gesagt, ich bin der Capesius, der Capesius aus Siebenbürgen. Ja. Darauf kommt es mir nicht an. Ja. Ja, das mag ja sein. Ja. Frau Zeugin, ich mache Ihnen folgenden Vorhalt. Und zwar Blatt 12.508. Dort schildert die Frau Chabo, die Frau Salomon, der Sie den Vorfall über den Sport geschildert haben, sofort nachdem Sie ihn in Auschwitz getroffen haben, dass der Dr. Capesius dabei in ungarischer Sprache gerufen habe, ich bin der Dr. Capesius aus Siebenbürgen. Was sagen Sie dazu? Ich sage nicht dazu, Herr, weil ich habe ihr erzählt, was ich erlebt hatte. Vielleicht, ich habe es ihr ungarisch erzählt, weil wir zwischen uns ungarisch gesprochen hatten. Ich habe das nicht deutlich gesagt, dass das Deutsch war oder nicht Deutsch war, aber er hat es in deutscher Sprache gesagt. Also da meinen Sie, dass ich die Frau Salomon in diesem Punkt irren müsse? Er ist nicht geirrt. Sie hat es nicht können so feststellen. Ich habe ihr das Ungarisch erzählt. Ja gut, aber sie sagt doch, Sie hätten ihr erklärt, Dr. Capesius habe dabei in ungarischer Sprache gerufen. Das ist nicht richtig. Das ist nicht das richtig. Das hat sie wahrscheinlich gesagt. Sie hat sich so vorgestellt, dass er auch Ungarisch gesprochen hat als anderes Mal. Aber das war es nicht. Bei uns eine Diskussion gewesen, dass in deutscher oder in ungarischer Sprache das gewesen war. Frau Zeugin, sind Sie während der Lagerzeit mal schwer krank gewesen? Dort im C-Lager hatte ich nur Durchfall gehabt, dann war ich in die Küche gekommen, habe ich mich etwas erholt und krank war ich nur in Bergen-Belsen. Dann. Was hatten Sie denn in Bergen-Belsen? Flecktyphus. Flecktyphus, hat das irgendwelche Folgen gehabt? Wieso? Nun, ob Sie danach, nach Ihrer Wiedergesundung, irgendwelche körperliche Leiden zurückbehalten haben? Was wäre zum Beispiel? Ja, ich frage Sie ja. Konnten Sie nachher sofort wieder Ihren Dienst aufnehmen als Lehrerin? Ja, warum nicht? Ja, ich weiß es ja nicht. Hatten Sie Schwierigkeiten, wenn Sie sich an bestimmte Vorgänge zurückerinnerten? Was Sie wollen sagen, dass ich mir nicht normal war? Nein, das wollte ich überhaupt nicht sagen. Das haben Sie gesagt. Hat so eine Frage. Ja, ich mache den Vorhalt ja nicht, weil ich ihn einfach aus der Luft greife. Vorhalt Blatt 13.620. Im Lager Bergen-Belsen erkrankte ich an Fleckfieber und leide dadurch nunmehr an Gedächtnislücken. Das steht im Protokoll über Ihre Vernehmung als Zeugin in Wien. Blatt 13.620. Ich kann mich an das ist. Ich verstehe das überhaupt nicht, was Sie mir diese sagen wollen. Ja, Frau Zeuge, ich halte Ihnen nur das vor, was in Wien bei Ihrer Vernehmung protokolliert, von Ihnen als Aussage festgestellt, vorgelesen und unterschrieben worden ist. Ja. Ich habe nie solche Störungen gehabt. Es gibt, dass man sich an Personen nicht erinnert und sogleich mit Mitarbeiterinnen von der Küche kann ich mich nicht mehr erinnern, auch mit meinen Nachbarinnen von den Blocks nicht. Das ist ja selbstverständlich. Wir sind durch so viele vorgekommen. Manche Sachen sind eingeprägt geworden. Viele sind hinausgefallen. Auch die vielen Jahre sind ja vorbei. Gut, aber Sie wollen also sagen, dass dieser Protokollierung, dass Sie nunmehr an Gedächtnislücken leiden, und zwar aufgrund der Fleckfiebererkrankung, dass das nicht zutrifft. Wollen Sie sagen, dass Sie es damals... Augenblick bitte. Wollen Sie sagen, dass Sie das damals nicht gesagt haben?
ich erinnere mich nicht, so was gesagt hat, sollte, dass ich seine Hindernis gehabt, dass ich mir nicht mich erinnere. Ich weiß nicht. Că luat la proces verbal. Da, am înțeles ceea ce s-a luat, că eu aș fi spus că nu mai am memorie. A suferit în unele privințe, așa că de unele lucruri nu puteam, de exemplu, de nume, anumite nume să-mi aduc aminte într-adevăr, dar nu în legătură cu acest lucru, că acesta am stat din primele timpuri. Das ist so zu verstehen, dass die Gedächtnislücken nur bezüglich Einzelheiten, so wie sie vorher erwähnt hat, zum Beispiel also Gespräche mit anderen Gefangenen oder im Lager, das sind also Gedächtnislücken hinsichtlich Einzelheiten, nicht im Allgemeinen. Sind vorhanden. Gedächtnislücken bezüglich Einzelheiten? Nein, bitte mich nicht. Das war so zu verstehen, die Erklärung in Wien, lassen Sie mich doch gehen. Ja. Dass sie Einzelheiten, gefragte Einzelheiten, sich nicht erinnern könne. Nicht von Auschwitz, das war dort in Bergen-Belsen von meinen letzteren Zeiten war. Ich war schon dort krank, von dort erinnere ich mich nicht ganz sicher von allen so genau. Aber von Auschwitz, was ich ausgesagt hatte, das erinnere ich mich, ich war gesund. Wie dort die Häftlinge schon waren und es waren solche Sachen, was bis zur Tode nicht vergessen kann der Mensch. Ich habe keine Fragen. Bitte. Frau Csabo, Sie haben mir vorhin auf meine Frage geantwortet, dass die Häftlinge auf der Rampe bzw. die Angekommenen in einer langen Schlange standen und dass Sie ziemlich am Ende der Schlange standen. Ja. Nun, wenn Sie sich jetzt nochmals an die Verhältnisse in dieser Stunde erinnern, halten Sie es für ausgeschlossen, dass etwa die erste Hälfte dieser Schlange von einer Dreierkommission selektiert wurde, ich sage ausdrücklich aufgrund Ihrer Erinnerung an die örtlichen und zeitlichen Verhältnisse, etwa von einer Dreierkommission, wie Ihnen der Herr Verteidiger eben vorhin vorgehalten hat, und dass Sie am Ende, wie Sie uns sagten, dass dann die Kommission gewechselt hat und Sie nur von Herrn Dr. Capesius selektiert wurden? Ich widerspreche dieser Frage, Herr Vorsitzender. Halten Sie es für ausgeschlossen? Das ist ein Urteil, was abverlangt wird und nicht eine Tatsache. Ich hatte ausdrücklich gesagt, aufgrund Ihrer Erinnerung. Sie haben gesagt, halten Sie es für ausgeschlossen. Jawohl, und das halte ich auch. Hier Frage, ich ja, und das halte ich auch aufrecht und setze ausdrücklich hinzu, aufgrund Ihrer Erinnerung an die örtlichen und zeitlichen Verhältnisse in dieser Stunde auf der Rampe. Also, Herr Rechtsanwalt Rahmer, ich habe die Zeugin ja darüber schon eingehend befragt und habe gesagt, sind Sie persönlich von dem Dr. Capesius allein nach rechts geschickt worden? Oder hat da noch irgendjemand anders mitgewirkt? Daraufhin hat mir die Zeugin geantwortet, ja, er allein hat mich nach rechts geschickt. Es waren bei dem Dr. Capesius noch andere Leute, einen anderen Offizier habe ich damals nicht bemerkt. So hat die Zeugin hier ausgesagt. Ja. Was vorher war, was nachher war, das kann die Zeugin ja nicht wissen. Denn man muss sich doch auch mal hineinversetzen in die Aufregung dieser Leute in diesem Augenblick. Mich wundert es überhaupt, dass die Menschen uns so viel sagen können. Ja, ich stimme Ihnen da völlig zu, Herr Vorsitzender. Nur es hätte sein können, dass uns die Zeugin sagt auf die Frage, das war so ein langer Block. Und dann wollen wir doch sagen, was sich in der ersten Hälfte getan hat, das konnte ich nicht übersehen. Eben, das ist meine Auffassung. Aber wir können ja die Zeugin fragen, haben Sie gesehen, dass vor dem Sie ausgewählt worden sind, andere Leute von anderen SS-Leuten ausgewählt worden sind? Ich kann nur das sagen, dass ich auf diese Sachen nicht aufgemerkt hatte, weil ich wusste ja nicht, was vor mir vorgegangen ist. Ich war mit meiner kleinen Familie dort beschäftigt und wenn dieser Häftling nicht kommt, sehe ich auch anderes auch nicht. Das war so ganz zufällig alles. Und ich denke, wenige waren von diesen, welche die ganze Transport ankommend gesehen hat, was passiert ist. Ja. Ich halte es sogar für unmöglich. Ja. Jeder war mit sich beschäftigt. Herr Vorsitzender, ich habe noch eine Frage. Bitte schön. Gerade die sich jetzt erst ergeben hat. Frau Zeugin, Sie haben vorhin gesagt, es waren keine weiteren Offiziere da. Sie haben keine weiteren gesehen. Und hatten zum Unterschied,
weshalb Sie den einen als Offizier erkannt haben, gesagt, der hatte eine Kappe und die anderen hatten Mützen. Ja. Ist das richtig? Ja. Habe ich Sie so richtig verstanden? Ja. Sie haben also, wenn ich das Ihnen vorhalten darf, nur daraus den Schluss gezogen, weil einer eine Kappe, die anderen nur Mützen haben, deshalb war der mit der Kappe der Offizier. Ist das richtig? Ich stelle mir vor, dass das war der Gut, Unterschied. Danke schön. Bevor ich dem Dr. Capesus die Möglichkeit gebe, Fragen zu stellen und Erklärungen abzugeben, möchte ich die Angeklagten bitten, mal aufzustehen und die Frau Zeugin bitten, einmal zu versuchen, ob sie uns den Dr. Capesus noch einmal heraussuchen kann. Nummer wie viel hat der Angeklagte? Nummer 18. Ja? Ich danke schön. Und nun, der Angeklagte Dr. Capesus, haben Sie noch eine Erklärung abzugeben oder Fragen zu stellen? Die Frau Sobo hat in der Stadt nach dem Krieg gelebt, wo ich vor dem Krieg einmal 2 Jahre gelebt habe und wo meine Familie bis vor einem Jahr gelebt hat. Die Frau Sobo hat bei Familie Böhm Dr. Mendel war der Bruder von Frau Böhm. Er war Rechtsanwalt dort und war ein guter Freund von mir und hat auch nach dem Krieg bis zu seinem Tod im Jahre 56 zu meiner Familie gehalten. Sie hat dort Fotos sehen können in einem ganzen Album, wo wir mit im Jahre 30, 31 angefangen, getanzt haben oder sonstige Ausflüge gemacht haben mit den dortigen Damen. Es ist ein ganzes Album beim Herrn Dr. Mendel sicher noch erhalten, denn er ist ja nicht geflüchtet. Er war ja in dem Teil, der zu Rumänien gehört. Und er versuchte ja auch, seine Angehörigen herüberzuholen, aber der Gatte von Frau Böhm hat es abgelehnt. Er war nachher auch einer von den Judenräten, die die Leute begleitet haben. Außerdem hat bei der Vernehmung in Wien zuerst Frau Dr. Böhm die Fotos zu sehen bekommen. Und daraufhin hat ihre Tochter und später die Zeugin ebenfalls die Nummer 602078 oder 87 erkannt. Was ist das für eine Nummer? Frau Sobo, ja, spricht von einem Mopsgesicht, von kleinen Schweinsäuglein. Kann sie sich ich wahrscheinlich habe sowas nicht gesagt. Nein, habe ich nicht gelesen. Nein, nein, kann sie sich vielleicht nicht erinnern. Aber diese tiefliegenden Augen und das Sonstige und auch dieses vorgeneigte Trippeln ist beschrieben worden in Akten und passt ausgezeichnet zu Herrn Dr. Klein. Frau Sobo hat außerdem am Anfang ihrer Vernehmung in Wien ausgesagt, dass die drei Herren die Kommission bildeten. Ich habe von keiner Kommission gesprochen. Also, dass drei Offiziere anwesend waren. Und erst nach längerer Zeit hat sie dann gemerkt, sie hat es falsch gemacht und sagt dann, es war nur einer. Dann die Sache mit dem Sport. Es ist natürlich theoretisch möglich, dass jeder diesen Sport gemacht hat. Aber ich habe keine militärische Ausbildung in Deutschland genossen.
Und es scheint doch mehr eine Reminiszenz der früheren Ausbildungszeit zu sein, das, was man selbst erlebt hat, weiterzugeben, nämlich die Sportstrafe. Ich habe jedenfalls keinen Sport betrieben und derjenige, der mit dem Fahrrad und mit der Peitsche und blond und mager war und nicht zu groß, das war nicht der Dr. Capesius, der hier vor Ihnen steht, denn der war in etwa gleich dick, das Haar etwas weniger grau vielleicht. Ich habe mich also weder auf der Rampe noch bei irgendeiner Gelegenheit gegenüber Frau Sobo oder den anderen Damen gegenüber betätigt. Nun glauben Sie, dass man einen Menschen, der mager ist, mit dem Ausdruck Mopsgesicht belegt? Nein, ich traue auch dem Doktor Klein nicht zu, dass er den Sport gemacht hat. Deshalb ist ja diese Geschichte so als Besonderheit später eingeflochten worden. Und man hat versäumt, wie man aus Schäßburg an die Cousine geschrieben hat, nicht nur den Namen zu ändern, sondern auch zu sagen, wie der Mann dann aussehen muss. Also, Angeklagter Capesius, hier muss ich jetzt in diesem Augenblick wirklich einmal ernsthaft widersprechen. Sie stellen sich hier hin und wagen es, den Zeugen kurzerhand zu unterstellen, man hätte gegen Sie ein Komplott geschmiedet und man habe es bei diesem Komplott versäumt, irgendwelche Dinge richtig zu stellen. Das ist eine ganz unerhörte Beschuldigung der Zeugen. Ich muss das zurückweisen. Diese Zeugin hat ja schließlich damals den Fall miterlebt. Nicht die Frau Böhm, nicht die Frau Salomon, sondern diese Frauen haben ja von ihr überhaupt erst erzählt bekommen. Diese Zeugin hat gehört, dass der Betreffende gesagt hat, ich bin Capesius aus Siebenbürgen. Diese Zeugin hat den Mann gesehen, der den Sport mit Ihnen gemacht hat. Diese Zeugin sagt, er hatte ein rundes, volles Gesicht, ein Gesicht, was man nicht so leicht vergisst. Diese Zeugin war es, die haben wir heute hier vernommen. Und was Sie nun mit Ihren Bildern und mit allen möglichen beweisen wollen, liegt doch vollkommen neben der Sache. Natürlich kann die Frau Bilder gesehen haben. Das ändert doch nichts daran, dass das, was sie damals erlebt hat, heute nicht mehr glaubwürdig sein soll. Ich muss das zurückweisen. Nein, aber die Frau Shoshana Levy hat doch selbst die Sache besonders gespürt, denn sie musste ja nachher auf der heißen Asche knien. Ja, dann richtig. Wird sie aber nicht durch ihre Maßnahme, sondern durch die Maßnahme dieser SS-Aufseherin, hat sie uns gesagt. Ja, aber gleich vorher war doch dieser Sport. Sie hat es also besonders in Erinnerung. Der Sport hat damit gar nichts zu tun. Das war ja doch zu einem ganz anderen Zeitpunkt. Diese Sache mit dieser SS-Aufseherin, die hat sich ja, und dieser Frau Stiepitz hat sich ja später ereignet, und zwar als die Frau Levy in der Küche einem anderen Häftling oder einer anderen Frau irgendwas zu essen gegeben hat. Das hat mit dem Sport, so viel ich überhaupt verstanden habe, überhaupt gehabt. Nichts zu tun. Herr Vorsitzender, darf ich noch etwas sagen? Ja. Die Zeugin Levy hat diesen sogenannten Sport auch mitgemacht. Und sie beschreibt ja denjenigen, der ihn diesen Sport geleitet hat, so wie ich es vorhin zitiert habe. Ja. Also einer dieser beiden Zeuginnen muss sich doch irren dann. Entweder die Zeugin Levy oder die Zeugin Chabo. Denn die Zeugin Levy hat diesen Sport auch mitgemacht. Und die beschreibt denjenigen, der ihn... Hat man die Frau Zeugin Sabo Capesius war blond, mager und ziemlich groß. Das ist auch eine Teilnehmerin. Da muss doch, das ist ja aber auch diese Teilnehmerin, Herr Rechtsanwalt, hat gesagt, dass der Betreffende erklärt habe, ich bin Capesius aus Siebenbürgen. Jawohl. Ja, das hat sie gesagt. Es fragt sich nur, ob das zutreffend ist. Nicht wahr?
jedenfalls die Personenbeschreibung, auf die es ankommt. Es kann ja etwas, das wieder, ich will jetzt nicht plädieren, das Wiedererkennen kann ja verursacht sein durch ein anderes Zusammentreffen, aber nicht dieses Zusammentreffen anlässlich des Sports, wenn zwei Tatzeuginnen sagen, so differierende Personenbeschreibungen geben. Da muss eine der beiden sich ja doch wohl irren. Ja. Wenn keine Erklärungen mehr abzugeben sind, wollten Sie uns noch etwas sagen zu diesem Vorhalt von dem Dr. Capesius? Dieser Vorhalt, was der Herr Capesius hat, mich hat ganz außer mich gebracht, dass ich sollte ein Foto suchen oder die Frau Dr. Böhm sollte mir, ich weiß nicht, was für Nummer hat er gesagt. Als die Frau Dr. Böhm in Wien war, wusste sie auch nicht, dass ich einmal zu vernehmen kommen werde. Sie wusste es nicht, dass sie mal jetzt. Sie wusste es ja nicht. Das war auch für mich eine Überraschung, dass ich eingeladen war. Das war ja. Also Sie bleiben jedenfalls bei Ihrer Aussage, die Sie uns gemacht haben. Frau Zeugin, und können das mit gutem Gewissen beschwören? Ja. Verzeihung, Herr Vorsitzender, es liegt noch ein Antrag auf Gerichtsbeschluss von Herrn Rechtsanwalt Terncer im Raum. Er hatte eine Frage gestellt, ich hatte widersprochen und er hatte ihn in lauter Stimme zugerufen, er beantrage einen Gerichtsbeschluss. Ich glaube, dass ich die Sache erledigt. Ich nehme an, nimm das zurück. Die Sache ist erledigt. Ja, Sie haben es ja nicht zurückgenommen. Ja, aber die Frage ist von mir moduliert worden und damit ist sie beantwortet worden. Also die Sache ist erledigt. Frau Zeugin, Sie können das mit gutem Gewissen beschweren. Ja.